Und wir sind wieder zurück in unserer verrückten WG. Ich habe mich mittlerweile mal schlau gemacht, wo ich das Familieninventar finde, denn schließlich soll man ja von dieser Madison den Fernseher reparieren. Warum der eigentlich so umständlich zu finden ist, weiß ich nicht. Wäre doch viel logischer, wenn der Sim den im eigenen Inventar hätte. Aber na gut, okay. Geht anscheinend nicht anders oder ist so von EA gedacht. Packen wir das Ding einfach mal hier hin, starten den Live-Modus und lassen den Patrick dann mal die Kiste da reparieren. Und das Ganze mal starten. Und dann kann es auch schon losgehen. Du kannst jetzt mal aufhören, da das Buch zu lesen. So, ab das Ding. Gucken, was daran kaputt ist. Nee, einschalten. Befehlen zu bewachen wollen wir auch nicht. Handwerker open. Auch Quatsch. Reparieren, genau das wollen wir. Was hat er jetzt für ein Problem? Das ist Fernseher. Ach, er wird wahrscheinlich gemerkt haben, dass das Ding kaputt ist. Also mit dem Schraubenzieher vorne einfach mal an den Bedienelementen rumzupummeln, ist natürlich eine klasse Idee. Kann er nur vom Glück sagen, dass er nicht eingeschaltet ist. Aber so wie das aussieht, wird er noch eine Zeit dafür brauchen. Schauen wir mal, was sich sonst noch so getan hat bei uns. In der letzten Folge haben wir ja extrem umgebaut. Und das Ganze sieht natürlich auch noch ein bisschen kahl momentan aus. Aber wie ihr selber seht, wir haben bloß 270 Sim-Dollar. Das ist nicht besonders viel. Also werden wir jetzt darauf warten müssen, bis die Leute mal ein bisschen gearbeitet haben. Und dann gehen wir hin und werden das Ganze wieder zu Ende bauen. So, der ein oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben. Wir haben einen neuen Hausbewohner. Und das ist hier der kleine Gonzo. Der pennt allerdings jetzt draußen. Die kleine Mieze werden wir gleich mal reinholen. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, wo der Marco sich hinverdrückt. Aber der liegt da, glaube ich, und pennt. Ja. Der Marco pennt. Ich glaube, der Alex pennt auch. Wo ist er denn? Nee, der ist wach. Und der kann jetzt mal rausgehen zu Gonzo. So, was können wir denn mit den lieben Gonzo machen? Tier rufen, das machen wir jetzt einfach mal. So. Der macht da gerade noch ein bisschen Pipi. Und dann schauen wir mal. Naja, der brüllt sich da gerade die Seele aus dem Leib, aber Gonzo pennt. Gehen wir nochmal raus. Oh, und Patrick scheint es geschafft zu haben. Gucken wir mal eben. Jo, die Kiste scheint wieder zu laufen. Okay. Alles klar. So, wieder zurück zum Alex. Der soll erstmal rausgehen. Was ist denn jetzt hier? Tier rufen. Ach so, das funktioniert anscheinend doch. Aha. Interessant. Gonzo geht also jetzt tatsächlich rein. Wir hatten Sandra anscheinend darauf wartet, dass Alex da mal das Feld räumt. Ja, spiele mal mit der kleinen Miete. Na, die beiden scheinen sich mal zu verstehen. So, dann kannst du die direkt noch mal rausrufen. So. Wo ist denn der Alex jetzt? Ach, der ist jetzt, wie wir ihm gesagt haben, rausgegangen, okay. Ist ja ein Ding. Na gut. Dann läuft die auch jetzt raus. Was können wir denn mit der Katze jetzt alles machen? Verstärkte Maßnahmen spielen, Zuneigung, Befehlen auszubewachen. Ja, eine Katze soll es auszubewachen. Zuneigung. Hand beschnippeln lassen. Och, wie süß. Ist das süß. Dafür geben wir dem Mietzi jetzt direkt mal ein Leckerchen. Na komm, gib dem Gonzo mal ein Leckerchen. Ja, so ist fein. Naja, klasse.
Das kostet auch direkt 11 Dollar. Ich glaube, das überlege ich mir das nächste Mal, ob ich denen noch so ein Leckerchen verpasse. Da. Aber die scheint jetzt spielen zu wollen. Alex hat das Interesse momentan verloren, so wie es aussieht. Was haben wir denn hier oben? Schlafen bis vollkommen ausgeruht. Okay, der geht pennen. Ach, guck mal. Sandra scheint sich mit Katzen zu verstehen. Ist ja mal interessant. Vielleicht wird sie dadurch auch ein bisschen ruhiger. Ich meine, es geschehen ja noch Zeichen und Wunder, ne? Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ich frage mich nur, wo sie dann plötzlich den Laserpointer her hat, aber ist ja ganz okay. Muss man nicht unbedingt verstehen. Was machen die beiden jetzt da? Ich hatte in der Aufnahmepause auch mal so durchgeschaut. Momentan ist ja Claudia, meine Frau, die einzige, die sich mit Sandra so einigermaßen versteht. Mit den anderen kann Sandra momentan überhaupt nichts anfangen. Im Gegenteil, ihr wisst ja, dass sie sich mit denen da so nur rumprügelt. Kann mir mal einer verraten, warum die jetzt hier alle rausgehen? Stehen hier in Unterwäsche draußen vor der Tür und knutschen. Ja, das war klar. Und Sandra hat nichts anderes zu tun, als meine Frau wieder zu erschrecken. Ja, Sandra scheint sich tatsächlich mit Gonzo gut zu verstehen. Ups, okay. Das ist natürlich nicht so geil. Hätte man besser andersrum drehen sollen. Das machen wir auch mal eben. Scrollen wir raus. So. Zack, 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 zack. Da klingelt irgendwo ein Handy. Oh, denn, wo denn, wo denn? Dem Marco interessiert das überhaupt nicht. Jetzt hat er es, glaube ich, geschnallt. Na, geh ran, Junge. Nö, überhaupt kein Interesse. Der lässt das mal schön weiter klingeln da. Ja, wie euch vielleicht aufgefallen ist, das habe ich dann auch in der Aufnahmepause gesehen. Uns fehlt schlichtweg einfach ein Dach. Und zwar genau in den Teilen, wo wir angebaut haben. Das Ganze sieht ein bisschen hässlich aus. Und ich hoffe ja auch, dass wir genug Geld verdienen. Ah, was haben wir denn da? Der Chefkoch des Restaurants veranstaltet einen Wettkampf, bei dem der beste einheimische Koch ermittelt wird. Nee, ich glaube, das lassen wir momentan noch, weil Marco ist im Kochen ja nicht ganz so gut, wenn ich dran denke, dass er zweimal hintereinander die Makaroni hat anbrennen lassen. Nehmen wir das mal wieder raus hier. Aber wir halten das einfach mal fest, dass er dann vielleicht zukünftig sowas macht. So, jetzt gehen wir mal weiter von oben wieder in das Geschehen. Man fällt nicht unbedingt auf, dass das Dach fehlt. Das ist mir ja irgendwie peinlich, ne? Also. Ach, jetzt geht auch der Patrick raus zur Mieze. Auch der hat einen Laserpointer, aber das ist klar. Ja, zumindest sorgt Gonzo für ein bisschen Abwechslung in der WG. Und Sandra hat nicht unbedingt in den ersten 5 Minuten wieder jemanden verprügelt. Ist doch schon mal etwas. So, den Fernseher hat er ja eigentlich repariert. Ne, dahin gehen brauchst du nicht, Junge. Jetzt gucken wir auch mal, dass er diese Gelegenheit abschließt. Wie kriege ich den denn jetzt wieder weg? Fehlen zu Wochen, ein Schutz für das? Nö. Da stehen wir wieder vor dem nächsten Problem. Wie kriegen wir dieses Ding denn jetzt wieder weg? Ich habe ja eine Idee, das probieren wir jetzt mal eben aus. Ab in den Kaufmodus. So, Fernseher da wieder reinpacken. Dann wieder in den Live-Modus. Ja, okay. So, und jetzt machen wir mal eben Pause. Ich will den Patrick nämlich eben. Genau, Handy. Und
Dann schauen wir mal. SIM anrufen, genau. Plaudern. Einladen nach. Verabredung. Okay, einladen. Mufre Harbor. Nee, den Kofi wollen wir jetzt. Okay. Der hat die Madison gar nicht in der Bekanntenliste drin, sehe ich gerade. Aber wieso nicht? Der repariert einen Fernseher für die und hat nicht eine Bekanntenliste drin? Wo war denn das da? Genau. So, jetzt gucken wir mal. Madison, 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 Madison. Doch. Aber wieso kann er die nicht anrufen? Haushalt nach Hause einladen. Nee. Nach Hause einladen. Genau, das machen wir jetzt mal. Nur die Katze hat Spaß, da im Wasser zu spielen. Wo auch immer das Wasser da wieder herkommt. Gut, die kommt auf jeden Fall jetzt gleich mal rüber. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob sich das mit dem Fernseher von alleine löst oder ob ich das einfach nochmal nachlesen muss, wie man solche Aufgaben abschließt. So, den Müll können wir mal rausbringen. Marco hat da gerade schon drauf. Nee, das war ich. Ach, guck mal an, die Katze wälzt sich da im Wasser. Nee, das geht ja mal gar nicht. So, jetzt warte mal. Sandra, hör auf zu streiten. Diesmal hat sie ja gar nicht gestritten. Doch, die zuerst finden sie toll, dann wieder nicht. Aber die Pfütze muss da weg. So. Ohne Wenn und Aber. Ach, jetzt habe ich Sandra da reingeschickt, während Marco da unter der Dusche stand. Eieiei. Super. Der neue Versammlungsort ist auch gleichzeitig der alte. Das heißt, alle ins Badezimmer. Inklusive der Katze natürlich. Jetzt beschwert sich Alex, dass er da nicht vorbeikommt. Wunderbar. Ich frage mich eigentlich, warum wir so viel Platz haben hier. Ist Madison eigentlich mittlerweile da? Wer ist denn das? Ah doch. Die haben schon miteinander gequatscht. Hey, Moment, warte mal. Stopp. Stopp, nicht abhauen. Stopp, 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 stopp. Ah! Oh nein! Ist ja herrlich. Und ich habe gesehen, dass man da irgendwie interagieren konnte mit ihr. Ja. Ich glaube, wenn wir die jetzt nochmal anrufen, will die gar nicht. Ist Patrick ins Pennen gegangen? Das ist natürlich klar. Der geht pennen, Fernseher können wir schon wieder nicht abgeben, aber zumindest weiß ich jetzt, wie man das Ding abgeben kann. Ja, ihr seht, irgendwie muss ich auf jeden Fall schnellstmöglich ein zweites Badezimmer bauen. Das ist absolut chaotisch, was da abgeht. Oh, jetzt geht's gleich bestimmt wieder rund. Alex unterhält sich mit Sandra. Oh, und im Hintergrund hat sich das mit der Pizza anscheinend auch erledigt. Es muss doch aber irgendwo die Möglichkeit geben, dass Alex sich mal besser von Sandra versteht. Das gucken wir doch einfach mal. Spezial. Möhrisch könnte man mal. Nö. Freundlich. Lass mal die beiden einfach mal plaudern. So. Alex, komm mal zurück. Genau. So. So, und jetzt quatsch mal miteinander. Und Gonzo hat es sich mal schön auf der Kommode im Schlafzimmer bequem gemacht. Herrlich. Oh,
Okay. Anscheinend können die sich doch ganz normal unterhalten. Legen wir mal noch einen drauf. Gehen wir mal ein bisschen weiter freundlich. Erzählen wir noch so eine kleine Geschichte dazu. Er schleicht in deinem Zimmer rum. Achso, das bin ich selber. Okay. Und die beiden können tatsächlich mal miteinander auskommen. Oder auch nicht. Da habe ich mich irgendwie zu früh gefreut. Ach ja, okay. So. Marco geht jetzt duschen. Eigentlich hatte ich gerade was anderes mit ihm vor. Der hat mich nämlich gebeten, dass ich ihm ein paar andere Klamotten anziehe. Und das wollte ich jetzt in der Folge 10 auch endlich mal umsetzen. Aber das machen wir einfach, nachdem er wieder da ist. Jetzt gucken wir mal eben. Ich glaube, der Patrick, der ist noch am Pennen. Jo, der schnarcht wie ein Weltmeister gerade. Marco ist unter der Dusche, dann muss meine Frau mal hingehen und was kochen. Ich soll mal aufhören, damit Alex zu flirten. Kann aber dann direkt für die ganze Meute hier machen und die kann ja momentan auch nur Macaroni. Na, da bin ich immer gespannt, ob das was gibt. Ja, Marco ist wieder da. Dann packen wir uns den mal eben, der muss jetzt hier mal ins Schlafzimmer. Und dann... Ah, nee, das war verkehrt. Outfit planen, so. Und dann können wir die vielleicht zukünftig auch ein bisschen besser auseinanderhalten. So, das Ganze mal gedreht. Die Katze lässt sich ja doch auch nicht beeinflussen. Wieso kriegt Marco denn die Tür nicht auf? Die Schublade. Schon noch nicht gesehen. So. Da sind wir schon. Ja, er hat einen Fernseher repariert, das ist schön. Alltagskleidung. Dann gehen wir mal direkt drauf und er wollte eine blaue Jeans haben. Im Prinzip brauchen wir ja... Achso, das ist das wieder für die super dollen Simpoints. Was haben wir denn hier? Nee. Das sieht mehr nach Jeans aus. Genau. Das sieht irgendwie nach Jeans aus. Gibt's da noch eine schönere? Hat sich da überhaupt jetzt was geändert? Ach so, ja doch. Die hier. Die sehen alle so komisch aus. Also mit der hier. Das ist, glaube ich, die, die wir in Weiß hatten. Genau, die da mit dem Loch drin. Die nehmen wir einfach mal. So, und jetzt noch ein anderes Oberteil. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. Weiß nicht. Was haben wir denn hier alles? Wie sieht denn das aus? Ich glaube, meine ehrliche Meinung halte ich mal hinterm Berg. Das mit dem Hund ist auch nicht viel besser. Wie sieht das hier aus? Ach du heilige Scheiße. Naja, so ein Western-Ding braucht man die Money anzuziehen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schnieke. Obwohl. So verkehrt finde ich das gar nicht. Jetzt machen wir mal die Weste schwarz. So. Zack. Aber das sieht ja mit der blauen Jeans wieder scheiße aus, oder? Und so mehr weiß. Nee. Ist ja kein Papagei. Nee, das lassen wir mal. Ja, ich möchte abbrechen. Dann müssen wir hier nochmal durchgucken. Gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Ja. So.
Büro? Nee. Was ist das hier? Das ist doch nicht verkehrt. Jo, das finde ich ganz gut. Also das werden wir jetzt mal nehmen. Das wollen wir ja auch nicht haben. Das. Entschuldigung. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Und ich werde dann mit dem Marco nochmal reden, ob ihm das gefällt. Gehen wir mal wieder zurück hier. Und jetzt braucht er ja wieder einen Moment, bis er da durch ist. So. Alles klar. Marco war eine Sekunde unsichtbar. Ja, sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Jetzt kann er sich auch mal ein bisschen mit der Katze beschäftigen. Pflege, aufwecken. Ach so, die pennt gerade. Ne, dann lassen wir die mal schön in Ruhe. Alex scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Okay. So, drehen wir mal wieder das Ganze. Während meine Frau immer noch die Macaroni da macht. Aber ich merke gerade, wir haben schon wieder absolute Überlänge. Aber für Folge 10 lasse ich das einfach mal so durchgehen. Trotzdem würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal wieder eine kleine Pause und sehen uns dann wieder in Folge 11. Vielen Dank fürs Zuschauen. Worüber wir uns freuen würden, ist vielleicht ein Abo dazulassen oder einen Kommentar. Bis morgen. Tschüss.